Hallo und herzlich willkommen zum Tageslicht für Donnerstag, den 13.06. Ja, und heute läuft dann so langsam der intensive Saturn-Einfluss aus, aber ja, so in abgeschwächter Form wird er schon auch noch ein bisschen zu spüren sein. Ja, also dass wir geprüft werden, wie wir es mit einer Sache oder mit einem Menschen meinen. Ja, wir hatten ja gestern den Herrn und die Liebenden. Also falls du da beherzt zu jemanden einfach auch ja gesagt hast, dich auf jemanden eingelassen hast oder gespürt hast, da ist ein entsprechendes Gegenüber auf Augenhöhe, dann ja, gilt es da auch weiterhin, ja, den Weg, sich auf den Weg miteinander einzulassen, ja, auf das Kennenlernen, Kennenlernen in der Beziehung, ja, ich erinnere noch einmal dran, das hatten wir an der Unterseite des Lenormand liegen, den Ring, und das ist ja die Energie, die sich durch die ganze Woche zieht, aber das kann natürlich eben auch auf Verträge, Arbeitsverträge, sonstige andere Beziehungen zutreffen, auf deine eigene Verbindlichkeit, Verbindlichkeit dir selbst gegenüber, ja. Ja, schauen wir, was haben wir denn heute noch an spezieller Botschaft hier in den Karten? Was dürfen wir wissen? Ja, die Sense kann etwas plötzlich und schnell vonstatten gehen. Überraschungen stehen ins Haus. Ja, vielleicht kommt jemand überraschend zu Besuch. Vielleicht gibt es aber auch überraschend noch Dinge zu erledigen. Kommt eins zum anderen dazu. Aber wisse, harte Arbeit zahlt sich aus. Ja. Bleib einfach auch dran. Vielleicht macht es sich heute auch bemerkbar. Vielleicht kommt heute Lohnauszahlung sozusagen. Oder also, dass insofern die harte Arbeit ausgezahlt wird oder was auch immer. Ne? Dass du es dir gut gehen lassen kannst, dass du einen freien Tag hast zum Beispiel. Dass du auch Unterstützung bekommst. Ja, die Sende als Hilfsmittel, ja, zeigt auch die Unterstützung an. Ja, aber wie gesagt, hier kann auch etwas sehr überraschend und schnell vorangehen. Könnten Verletzungen auch nochmal Thema werden, Verletzungen aus der Vergangenheit. Ne? Ja, auch so grundsätzlich Verletzungen, ne? Gib Acht. Ne? Wir haben, wie gesagt, das Spannungsquadrat oder die Spannung zwischen Mars und Pluto und die ist geht auch durchaus einher mit Verletzungsgefahr, ja, also insofern vorsichtig, gerade Messer, Gabel, Schere, Licht oder was auch immer, womit auch immer du hantierst, lieber ein bisschen langsamer und bedächtiger als übereilt, ja, vielleicht auch, wenn du unterwegs bist im Straßenverkehr, mit Auto, Bus, Bahn, wie auch immer, Fahrrad, ja, dann lieber einmal eher auf die Bremse treten, als zu energisch voran stürmen. Ja, aber guck mal, hier, harte Arbeit zahlt sich aus, ja. Die acht Münzen, hier arbeitest du tatsächlich auch an deiner Meisterschaft, ja. Mit den acht Münzen ist die, ja, intensive Arbeit, die Meisterschaft in einer Sache angezeigt, ja, die Arbeit am Detail, ganz hingebungsvoll ist er dabei und hat hier schon eine Menge geschafft, ja, ja, gerade auch wenn es Richtung Wochenende geht, ja, dann ist es auch nicht mehr lange hin, vielleicht auch bis zu deinem Urlaub, je nachdem, aber hier gilt es, egal an welchem Bereich, wirklich einmal genauer hinzuschauen, einen Feinschliff vorzunehmen, in dem, ja, was gerade dran ist. Ne? Das kann das Berufliche sein, das können vielleicht auch Finanzen sein, die du einmal genauer durchschauen solltest, wo du ja auch schon gut was zusammengespart hast, vielleicht gut vorangekommen bist, aber ja, hier noch ein klein wenig Geduld gehabt werden darf, ne? Bleib dran einfach. Bleib einfach dran. Also du bist hier große Meisterschaft, in großer Meisterschaft. Vielleicht machst du heute tatsächlich auch im Beruflichen einen Meisterabschluss. Ja, ja, geht dir das vielleicht auch viel leichter von der Hand, als du denkst. Ja, vielleicht kommt auch überraschend viel Arbeit hinein oder
Ja, gibt es Unterstützung bei der Arbeit? Ja. In Beziehungen, ja, gilt es eben auch miteinander zu arbeiten, ne, am Miteinander zu wirken, ganz hingebungsvoll, leidenschaftlich. Die Sense steht auch für die Leidenschaft. Ne? Das ist ein schönes Bild. Sehr schön. Strebe die Vollendung des Kampfes an und beginne das Leben zu tanzen. Ja. Vielleicht darfst du hier auch in anderer Art und Weise einmal an das herangehen, womit du dich beschäftigst, arbeitsmäßig, zu Hause, ja, hobbymäßig, ja, darfst den Umgang miteinander, mit dir selbst einfach mal anders angehen, leichter, nicht als Kampf sehen, nicht als Herausforderung, ja, sondern eben nicht als harte Arbeit, sondern ja, eine Arbeit eher am liebevollen Detail, ne? Hingebungsvoll, leicht, verspielt. Ja, und das hatten wir, glaube ich, jetzt schon mal mit dabei, ne? Etwas eher spielerischer angehen. Ja, vielleicht darfst du dir Musik dazu auflegen für irgendetwas, was du zu tun hast. Geht es dir dann leichter auch von der Hand? Ja, wisse, du tust für dich. Ne? Nachfolgend sind die neuen Münzen. Und damit kommst du selber in eine große Fülle und ja, Reichtum auf allen Ebenen sozusagen. Ne? Ja. Ja, und dann eröffnen sich nämlich auch andere Perspektiven durchaus. Ne? Geht hier vielleicht auch etwas dann plötzlich leichter von der Hand, wenn du es leichter und verspielter auch angehst, kreativ. Ja, so ein Tanz ist ja auch interessant, ne? Gerade wenn zwei miteinander tanzen. Ja, das kann jetzt für die Beziehung interessant sein, für die Arbeit oder was auch immer, für den Umgang mit dir selbst oder einer Sache, Herzensangelegenheit. Wenn zwei miteinander tanzen, dann lassen sie sich ganz aufeinander ein, ja. Sie kommen in eine Schwingung, einen Fluss miteinander, ja. Eben gerade wie die Bänder hier auch anzeigen und ihre Bewegungen. Das funktioniert am besten, wenn man eben den Verstand dann auch ausschaltet, ne? Und ganz ins Gefühl geht. Ja, mit ganzem Körper, mit ganzer Seele einfach auch dabei ist und ja, nicht nur verstandesmäßig oder dass etwas abgearbeitet werden muss. Ja, und dann, wie gesagt, kann etwas vielleicht auch schneller und leichter gehen als gedacht. Und ja, zu großem Reichtum, Fülle, Ertrag einfach auch heranwachsen. Ne? Also nicht nur materiell gesehen, finanziell, sondern wirklich auch als eigene Bereicherung. Ne? Bereicherung im Miteinander heranwachsen. Ja, ich wünsche dir damit wundervolle Erfahrungen. Ja, Leichtigkeit und ja, dass dir das einfach auch Spaß macht und gefällt, was du tust, was heute ansteht, ja, und was dabei dann auch Gutes herauskommt. Alles Liebe dafür und bis bald, deine Tara von Tarot Rainbow.